Ja, und damit wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 mit eurem Sarex. In der letzten Folge haben wir ja herausgekriegt, dass wir vom Baron die Tochter suchen sollen, bevor wir weitere Infos kriegen und nicht nur seine Tochter, sondern auch seine Frau. Sprich, wir haben unseren Spaß auf jeden Fall. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Diese Sprüche. Also müssen wir jetzt suchen, 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 bis wir sie... Wollen wir nichts markieren. Also ich muss hier hoch. Hierhin muss ich. Ich würde ja sagen, das mache ich jetzt auf Anhieb. Aber wir brauchen auch gleichzeitig neue und verbesserte Ausrüstung. Also tun wir mal auf Schatzsuche gehen. Und diese Schatzsuche, da wir Level 7 sind, könnten wir vielleicht überleben, uns die Greifenrüstung einzuverleiben. Bitte auf die Karte. Ich möchte nämlich gerne sehen, wohin ich muss. Das ist ein gutes Stück von uns entfernt, aber naja, was sollen wir schon machen? Aber ich würde sagen, wir gehen als erstes hier durch, denn so haben wir auch gleichzeitig wieder ein Dorf für uns gewonnen. Was faselst du da? Könnte ich irgendwie schneller dahin? Nee, da habe ich noch keinen Wegepunkt. Schade. Also müssen wir unser gutes Pferd herbeirufen. Langsam, langsam. So. Mit unserem Pferd müssten wir eigentlich los. Schneller an unserem Zielort sein, als wir möchten. Aber wie heißt es so schön? Alle anfangen schwer, wir haben einen 360er Fußmarsch vor uns. Das waren auf jeden Fall Neckar. Und die lassen wir mal links liegen. Da sehe ich ein paar Ertrunkenen. Okay. Die Ertrunkenen lassen wir natürlich auch links liegen. Wir umkreisen das Dorf. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Höhlen bei Mittelheim und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Du bist allein? Also dieser Weiße. Komm jetzt. So, wir sind auf jeden Fall schon mal in dem Dorf gelandet. Das heißt, jetzt muss ich hier hin. Ali Hep. Beweg dich! Ist noch ein kleines Stückchen auf jeden Fall. Was sage ich denn? Kleine Stückchen sind 400 noch was. Fußweg. Ihr möchtet plötzlich nicht lang, aber lauf, vielleicht da Plätze. Oben. So, 200 Fußmeilen noch. Bin ich ja mal gespannt, wo wir rauskommen. Ich hab ja schon verstanden. Na, dann sind wir ja auch gleich da. Eine Erscheinung.
Geister. Da wir hier schon eine Entscheidung, wollte ich jetzt schon sagen, aber ich meine eine Erscheinung getroffen haben, heißt es für mich doch in dieser Höhle, ich müsste mal kurz bitte das Geisteröl auflegen. Hält das Geisteröl nicht gerade lange. Das heißt, ich muss mehrmals neu auftragen. Wow. Also das lohnt sich auf jeden Fall, hier sich mal umzugucken. Ebling absurd. Naja, wer es braucht. Wyvern absurd. Wyvern. Das sind so eine Art Drachen. Wir machen natürlich fleißig Licht, denn böse Überraschung kann ich nicht gebrauchen. Geisteröl ist schon ausgegangen, das wundert mich jetzt schon etwas, aber wir können es ja auch wieder nachladen. Gut, dass wir uns selber Geisteröl hergestellt haben. So. Ich glaube, dafür brauchen wir das gute Art. Bam! Oh Mist. Das ist doch dieses... Ei, Geister auf einmal. Ihr habt sie aber nicht. Ich glaube, man muss euch... Mist. Das waren sogar mehr als drei, glaube ich. Ist ja lobenswert, dass die so viel fallen lassen für mich, ne? Aber, was ärgerlich ist, machen wir auch gleichzeitig mein Schwert kaputt. Rüstung ist ja schön und gut, aber ich müsste eigentlich mein Schwert wieder aufbessern. 79%. Na, hoffentlich finde ich hier was zum Reparieren. Ein Waldschrat? Was macht der denn hier? Das ist Level 20. Wow. Was macht ein Waldschrat Level 20 hier unten? Das ist eine gute Frage. Darf nicht wahr sein. So ein Waldschrat ist doch schon was Bösartiges, wie man sieht. Aber das verstehe ich nicht. Eigentlich dürfte da kein Waldschrat sein, sondern einfach nur Stufe 11 Zeug. Hm.
wir sind Stufe 7. Naja, vielleicht müssen wir doch noch etwas warten. Ich hoffe, wir haben jetzt den Wegepunkt trotzdem uns freigeschaufelt. Wenn nicht, wäre es doch etwas, ärgerlich. Weil wir müssen ja unseren Teil dazu beitragen. So. Mehr kann man sowieso nicht machen. Aber wo sind wir denn hier? Waldschrat jetzt immer noch da ist, ich weiß es nicht. Deswegen nehmen wir uns mal Quint. Wäre natürlich lustig gewesen, würde Waldschrat nur ein kleiner Fehler geben. Ich befürchte nicht. Ah, da ist irgendwas drin. So, ich möchte jetzt bitte mal schauen, was wir hier haben. Tens gegen Aufschlitzen. Okay. Was ist das? Alchemistischen Mächte könnten einen zusätzlichen Fall. Ja. Nee. Das bringt uns gar nichts. Bringen uns die beiden was? Nee. Nordwind. Friert Gegner ein. 8 Sekunden Wirkzeit. Bisschen kurz, würde ich sagen, dazu. So, Höhlen sind bestimmt Vampire unterwegs. Ich würde ja jetzt sagen, Augen zu und durch, aber irgendwie kriege ich doch ein bisschen Respekt davor. Da ist was. Aber ich weiß nicht was. Stufe 11 auf jeden Fall. Und ziemlich stark ist er auch noch. Was hat der denn für eine Fähigkeit? Das ist ja hochinteressant. Schön, wenn du nicht hierher kommst, bis ich meine. Jawohl! Die Killman. Boah. Weiß man nicht, was du warst, aber du warst hässlich. Aber wir können ja mal gucken, was du bist. Dafür haben wir ja das Monsterverzeichnis. Insekten warst du nicht, ein Vampir. Okay. Igni hätte also dir gegen dich geholfen.
Hätte ich das mal vorher gewusst. Greifenrüstung. Jawoll. Hier noch irgendwas, weil jetzt, wo ich so gut dabei bin, dahinter ist noch was. So, jetzt können wir aber auch weitergehen. Wäre schön, wenn ich eine Illusion Quint nehme, weil ich möchte ungern in eine Falle reingeraten. Und wir kommen raus. Ja, wo kommen wir eigentlich raus? Oh. Oh. Das hört sich an nach irgendwas Bösem. Unser Stahlschwert ist schon so, unser unser Silberschwert ist schon ziemlich angekratzt. Bitte mal die Karte. Möchte nämlich gucken. Ah, hier ist ein Dorf. Da könnten wir theoretisch hin. Vielleicht ist da sogar ein Wegpunkt. Zeig mir, was du zu bieten hast. Wow. Waldschrat. Nee, nee, danke. Schützt uns Arme vor den Hals abschneiden. Hier, hab alles erstmal mitnehmen. So. Mein Großvater hat mir erzählt, dass einst ein Drache in den Hügeln. Die Götter haben sich von uns abgewandt. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Ein Kaufmann. Milch, dich können wir doch gebrauchen. Frische Sauermilch. Eier direkt aus dem Stall oder... Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Verkauf dir erstmal was. So. Sortieren bitte und weg. 600 noch was golden. Damit könnten wir uns auf jeden Fall unsere Ausrüstung verbessern. Wieder nicht verbessern, sondern wieder reparieren. Da unten ist der Wegepunkt. Wir haben ihn auf jeden Fall und wir nutzen ihn auch. So, ich möchte gerne... Hier war auf jeden Fall eine Schmiede in dem Dorf. Sprich, wir werden uns jetzt erstmal der Schmiede bemächtigen. Oh, hoffentlich ist es jemand, der meine Greifenrüstung herstellen kann. Oh, dann habe ich nämlich gleich die verbesserte Ausrüstung, die ich brauche. Da ist Faustkampf. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Allein? Du weißt doch, wir sind. Da ist die Schmiede. Seine Rüstung. Wie eine Glasscheibe. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. So, kannst du mir was herstellen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Handwerk erstmal zu, das bitte erstmal zu, Plunder zu. Oh, der kann sogar... Er kann sogar Schwerter her. Ach nee, der ist ja extra ein Schwerter. Schmied. Du bist der Falsche für mich. Und Rüstung. Bis dann. Ich brauche jemanden, der Rüstung anfertigen kann. Da du keiner bist, tut mir das leid. Nee. Obwohl, ich kann nochmal hier... Guten Tag. Mir die ganzen Aufträge holen. Die Aufträge werde ich zwar jetzt noch nicht machen, aber
Haben ist besser als nicht haben. Und ich weiß ja Gott sei Dank, wo ein Rüstungsschmied ist. Nämlich in der Festung von unserem Barönchen. Mit seinem klitzekleinen Krönchen. So. Das sind die Aufträge, die ich eben gerade angenommen habe. Mein Mann hat doch einen tollen Rüstung. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? So. Unser Rüstungsschmied, wir möchten gerne was haben. Mal sehen, was er uns herstellen kann. Läuft da auch eine Riesenhellebarde rum hier? Habe ich irgendwas verpasst? Wie kann ich helfen? Herstellen. Ich brauche eine Rüstung. So. Greif. Dafür brauche ich pulverisiertes Monstergewebe. Reparieren, 200. Sag ich mal ja. Zerlegen. Zerlegen. Irgendwas mit Monster. Monstergewebe. Jawohl. Aber nicht alles, bitte. So. Handwerk. Das hätten wir schon mal alles. Die Handschuhe können wir schon mal herstellen. Kann die zwar noch nicht tragen, aber das ist ja Jacke wie Hose. Greifenhose. Monsterblut. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Dann möchte ich bitte einmal zerlegen. Ja, was zerlegen wir denn? Das hier. Ja, genau. Einmal nur zerlegen. Können wir uns nämlich die Hose auch herstellen. So langsam wird's Geld aber knapp. Greifenrüstung. Ein Hemd? Noch was jetzt, oh, jetzt muss ich mir doch schon ein bisschen Geld verdienen, indem ich was verkaufe. Ne, das ist zu wenig. Hier davon. Perlen. Kann ich auch zwei entbehren. So, was haben wir noch? Es würde 100 geben, aber 100 ist doch etwas zu wenig für das, was ich da habe, für einen makellosen. Obwohl doch, einfach weg. Was haben wir hier? Staub. Wir müssen auf jeden Fall uns was verdienen. So, jetzt möchte ich bitte die greifen. Auch erst ab Level. Oh, da fehlt mir aber noch ein bisschen Geld. Okay. Adrenalingewinn brauche ich sowieso nicht. Haben wir hier noch? Nochmal ein Adrenalingewinn. Taumeln. Rennen. Das. Chance auf Bluten. Chance auf Verbrennen. Rüstungsdurchbohren. Das brauchen wir schon. Rüstungsdurchbohren wäre eigentlich gar nicht mal zu. Nein, Handwerk. So. Hergestellt. Und jetzt bitte noch die Greifenstiefel.
Wir haben zwar noch nicht die Greifen. Leb wohl. Also die Schwerter von Greifen, aber wir haben wenigstens schon mal alles andere, was wir erst ab Level 11 tragen können. Leider. So, dann würde ich aber sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch erst. Wo muss ich? Ach so, ich muss ja hier oben hin. Hier sehen wir uns erst hier vorne wieder. Und da würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in, wie schimpft sich das Kaff hier? Nilfgaard? Hallo? Also wir treffen uns auf jeden Fall erst hier wieder, kurz vor dem Turm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Sarex.